Was geht ab, meine Lieben? Achis, Achille, Sabub, Sabubi, Shabab, Shababinen und Erlernen, die hier auf diesen übertrieben freshen und knackigen Kanal 4 haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden. Bevor sich dieses Video gönnt, Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf Pilz vs. Davy Jones bei Diltily. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt aufs Battle, Freunde. Es wurde sehr oft in die Kommentare geschrieben, dass wir darauf reagieren sollen. Ich freue mich darauf zu reagieren, Freunde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Bitte, bitte, leise. Vor ein paar Jahren hat man die Snap weggesperrt, es musste sein. Denn sie mussten nackig ihre Pussy zeigen. Los, schnell, ruf Vladimir Putin an, es ist das Comeback von Pussy Riot. Sie sagten, Davy, nimm das Battle nicht an, du kannst nur verlieren. Sie ist eine Frau, du bist ein Mann, sie nutzt aus, dass du Favorit bist. Und ich dachte wieder so, okay. Männer reden 7000 Worte am Tag. Frauen reden 70.000 Worte am Tag. Battle Rap ist eine Disziplin, wo es darum geht, die Worte umzudrehen und den Gegner zu manipulieren und die eigenen Fehler auf den anderen zu projizieren. Ich bin der Underdog, denn das ist eine Praktik, die er den ganzen Scheißtag praktiziert. Okay. Davy Jones fängt hier auf jeden Fall sehr, sehr stark an. Auf jeden Fall, Alter. Na? Wieder eine nice Delivery am Start, richtig, wie man ihn kennt. Ne, wie gewohnt. Ich freue mich auf das Battle, ich sag dir ehrlich. Safe, also auf Pilz bin ich auch gespannt auf jeden Fall. Das letzte Battle, was wir gesehen hatten, war ja das mit Nedal Nip. Ne, die ist ja ein guter MC auf jeden Fall. Und wir wissen, was sie drauf hat. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das so mit Davy Jones und beide haben so eine gute Mimik und Gestik so die Ausdrucksweise, weißt du? Das kann auf jeden Fall spannend werden. Ja, Pilz hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Delivery, muss man ehrlicherweise sagen. Im letzten Battle gegen Nedal Nip haben wir etwas überreagiert, Freunde. Ich habe ja schon ein kleines Statement unter dem Video veröffentlicht. Dementsprechend möchte ich jetzt hier nicht nochmal alles auffassen oder thematisieren. Uns ist aber bewusst, dass wir da ein bisschen überreagiert haben. Wir versuchen hier jetzt auf jeden Fall in Zukunft professioneller zu bleiben, Freunde. Safe. Und genau, wir machen weiter, so. Ja, ja. Spaß beiseite, ich weiß, ich frag mich, was du eigentlich willst. Dein Name ist Pilz. Wir sind hier in München. Wir saufen Münchner Helles. Scheiß auf Pilz. Lass doch einen Versuch, auch Mann zu machen, finde ich wirklich lustig. Pilz, aber du hast keinen Schwanz zwischen den Beinen, sondern nur eine Muschi. Pilz. Herr, du gehörst... Ruhe, bitte. Du gehörst nur zu diesen Männerhassenden, ständig von Gender quatschenden Dreckschabracken. Ihr nervt mich so extrem. Wie wollt ihr Führungspositionen übernehmen, wenn ihr es nicht mal schafft, alleine aufs Klo zu gehen? Einfach nur geistig kaputte, halbgare Noten, die mit ihrem Gender Wahnsinn die Sprache verhunzen. Was reimt sich auf alles Schwarzer? Charlie Harper. Free talk. Ich sehe es in der Arbeit immer wieder. Sobald ihr in Führungspositionen seid, vergiftet ihr die Arbeitsgesellschaft mit euren ständigen Lügen, Intrigen und dem ständigen Lästern. Und wenn man auf Dauer mit euch ein Geschäft plant, lässt ihr euch von dem nächsten Penner dann schwängern und zwackt der Arbeitsgesellschaft dann durch den Deckmantel des Mutterschutzes jahrelang Geld ab. Was für Gleichberechtigung? Natürlich, deswegen verdienen die völlig zu Recht weniger als Männer. Was für Gleichberechtigung? Okay, ich glaube, dieses, also das kann auch wieder ein sehr, sehr kontroverses Video werden, Alter. Battle werden, Oi. Ja. Also der geht jetzt gerade darauf ein, warum zwischen Männern und Frauen diese Differenzen sind, sage ich mal, und warum, krass. Oi. Aber ich sag dir ehrlich, Davy Jones fängt auf jeden Fall sehr, sehr konstant an. Normalerweise kennt man ihn sehr, sehr oft ein bisschen mit Stumblern oder mit Chokes und so weiter. Ja, so, dass er sich erst finden muss, ne? Ganz genau. Aber hier fängt er schon sehr, sehr souverän an. Er zieht auch gut durch. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Leistung so konstant bleibt über das ganze Battle. Das wäre nice, ne? Was für Gleichberechtigung? Jeder versteht hier den Grund. Ihr seid keine Frauen, ihr seid Menschen mit Menstruationshintergrund. Hey Alter, Mann, ihr Eulen, ihr seid doch behindert. Ihr sucht allen Ernstes den Mann des Lebens bei Insta oder Tinder, sagt aber dann, alle Männer sind Schweine, zeigt mit uns auf den Finger, aber ihr heiratet uns nur, wenn wir reich sind. Sobald wir pleite sind, lässt ihr euch scheiden, nehmt uns unser eigenes Heim, die Auto, die Möbel und dann unsere Kinder. Gewinnt jeden Sorgerecht, streit vor Gericht, Mann, das ist die Wahrheit, Mann. Und dann sagt ihr wirklich, ihr seid benachteiligt, fickt euch, Alter. Yeah. Ey, was ist das aber auch für eine Delivery, Dicker? Alter, aber was sind das für Thematiken, die er hier anspricht, Digga? Er disst einfach die halbe Bevölkerung quasi. Punchline gegen die halbe Bevölkerung, Digga. Boah. Ist krass.
Das ist echt heftig. Ne? Es ist nicht nur auf Pilz bezogen, es ist einfach gegen die komplette weibliche Bevölkerung bezogen, einfach, Alter. Aber es ist Battle Rap, ne? So. Ja, ne, mit Battle Rap meine ich, was da passiert, bleibt auch da. Richtig. So. Gender hier, Gender da, Gender leck mich am Arsch, Alter. Digga, was rupfen und ziehen die denn an den, Digga? Was ist denn los? Ja, hast du recht, Alter, oder nicht? Ja, Mann, klar, hast du recht. Ich bin nur wegen dir rausgegangen. Ich hab von deinen... Wirklich, der bringt einmal so eine gute Leistung, ne? Ohne Jokes und so weiter. Und dann bringen die den da voll aus dem Konzept, Digga. Seid doch froh. Hier, Gender da, Gender leckt mich am Arsch. Yo. Mai. Wie geht's weiter? Gender hier, Gender da, leck mich am Arsch. Scheiße. Naja, jetzt geht ihr auf jeden Fall in die Kindergärten und therapiert auch Kiddies. Verteilt Broschüren und da steht draufgeschrieben: Es ist völlig okay, sich mit 6 Jahren sexuell zu entfalten und auch als kleiner Junge eine Puppe oder einen Baum zu lieben. What the fuck, Alter? Such dir mal einen Mann, Bitch. Aber das wird bei dieser Pilz ja. Das wird ja bei dieser Pilz ja echt schwer, Mann. Welcher Mann sucht sich denn eine Eule, die von sich selber erzählt, Mann, dass sie Tripper und AIDS hat? The fuck, Alter. Außerdem, was hast du da für eine Nase? Guck doch diese Hacke Nase da im Gesicht. Deine Freunde ziehen keinen Koks mit dir. Du ziehst nicht die Bahn, sondern den ganzen Glasfisch ganz mit. Eier. Aber da musste sie auch schmutzeln, ja. Digga. Bis jetzt hat sie aber keine Mime verzogen, ne? Bahn, sondern den ganzen Glasfisch auch mit. Aber was erwartet ihr von dieser dummen Sau? Auch sie ist eine Frau. Kein Wunder, dass sie sogar beim Koks ziehen Staub saut. Boah, geil. Boah, der war stark, Digga. Der war echt geil. Also komm mit deinem Gender-Gelaber hier bloß nicht. Also komm mit diesem Gender-Gelaber bloß nicht an. Mann, für mich sind wahre Feministinnen so Leute wie Sophie Scholl oder Rosa Parks. Ja, Mann, aber das sind Leute, die du mit deiner Anwesenheit einfach schlicht begeisterst. Denn keiner steht auf irgend... Ich stehe auf Frauen, die für sich selber einstehen, aber nicht auf so kleine Missgestalten, die für ein bisschen Kleingeld im Internet für Kiddies ihre Titten zeigen. Nicht mal Schwanz. Somit hast du das Bild der Frau verraten. Wie ein tollen Gerichtssaal. Bist du stolz auf dich, Bitch, Mann? Mann, deswegen bist du ein Single, denn wer braucht schon Feinde im Leben, wenn man so eine Olle wie dich hat? Nein. Bruder. Kranke erste Runde. Hammerleistung von Davy Jones. Ganz kranke erste Runde. Es sind viele Sachen im Kopf geblieben. Am Ende das mit dem Fein, ne? Ja. Dann das mit dem Staubsauger und Glastisch, Digga. Ne, da sind viele Sachen auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben von Davy Jones. Und selten so eine gute Leistung von Anfang an gesehen. Eigentlich kennt man Davy erst ab der zweiten oder dritten, so, weißt du? Ja, oft auch mit Chokes und so weiter. Ja, richtig. Ne? So, er hatte eine starke Delivery, er hatte gute Punchline-Dichte, ne? Punch für Punch, die haben alle gesessen, fand ich. Ja, fand ich auch. Ne, war eine wirklich sehr, sehr starke Runde, die erste. Richtig. Perfektes Deutsch, aber egal, wir machen weiter. Fresse halten jetzt hier alle, Mann! Erste Runde! Pilz! So, jetzt bin ich hier gespannt auf Pilz. Ich sag dir ehrlich, sie hatte eine starke Delivery. Wir haben letztes Mal gegen Nedal Nip auf das Battle reagiert. Das war das erste Mal, dass wir sie gehört haben. Ne? Und ich habe gesehen bei Google, mal Pilz eingegeben, Pilz Diltili. Und beispielsweise Nedal Nip hatte ja auch zwischendurch so ein bisschen dieses Mäh und so weiter und Schaf und so weiter mit reingebracht. Ja. Weißt du warum? Warum? Weil sie hat scheinbar vorher eine Maske getragen, eine Schafsmaske. Ach krass. Verstehst du? Okay, ja, dann macht das Sinn. So. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen quasi, falls Insider kommen sollten. So, wir machen weiter. Yo, also bevor ich richtig anfange, habe ich noch eine ganz kleine Bitte an euch. Ich meine, ja, wir haben es begriffen, so ist der 5. Geburtstag von Don't Let the Baby Name You. Aber ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wir haben auch noch was anderes zu feiern. Und zwar, macht mal bitte Lärm für das 64.780.564. Battle von Davy Jones! So, du bist also dieser Davy Chokes. Ach, du bist das.
Du, Okay, Davy Spurn, lass die Affen machen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, Davy Jones ist schon Sportsmann durch und durch. Ja, ne? Safe. Wirklich, sowas bringt ihn einfach gar nicht raus. Also man, ja, es gibt selten Situationen, wo es was gibt, was den triggert. Mhm, ne? Manchmal wird der sauer, man sieht den das dann an. Ja, ja. Der versucht dann, das mit so einem Lächeln zu überspielen. Ja. Aber irgendwann ist dann auch bei dem vorbei. Ja, aber beispielsweise in solchen Situationen, die nimmt er gelassen, darüber lacht er und so weiter. Also das kann man ihn schon gut anrechnen auf jeden Fall. Also er ist schon ein guter Battle-Rapper, was sowas angeht. Das stimmt. Ne, er kann gut einstecken. Mann, so Jungs, ist doch nur Rap. Erstens, deine Angriffsfläche ist das, was du bist. Regel Nummer 2, ich mach, was ich will. Diss mich für mein Geschlecht, für meine Stimme, für die Nase, für die Titten und für das, was ich in Interviews so sage. Für die Namen, für die Haare, für die Klicks, für die Visage. Aber ich bin in der Lage, deine immer schlechten Punches hier im Sinne dieser Sache als gewinnbringend zu achten. Mein letztes Battle hat mich schon eine Stange Geld gekostet. Redakteure, die die Kunstform nicht verstehen, haben über Rap gesprochen. Doch auf der Battle-Szene hab ich meinen Respekt bekommen, denn ich hab zu Recht gewonnen. Also halt die Fresse, Junge. Ein Boxer geht doch auch nicht nach dem Kampf zur Polizei und meint, 12 Runden lang schlug dieser Mann da auf mich ein. Mit dem Hämatom im Auge kann ich gar nicht richtig weinen. Ich will nicht anzeigen und hab auch den Kamerabeweis. Das ist doch haargenau der Real Talk, den du liebst. Reden wir doch jetzt mal über Krisen, die du schiebst, und über Stilen auf der Street. Kriegen wir es real? Plattenbau, schwarze Haut, er wächst ohne Vater auf, hat keine Perspektiven und muss nachts da draußen Drugs verkaufen. Er hatte schon mit 12 Jahren oft ein gebrochenes Jochbein. Doch jetzt zieht er beim Türrahmen den Kopf ein. Ich find die Reaktion von Davy Jones voll witzig. So. Der hat einfach keine Reaktion, Digga. Dem ist doch scheißegal, wer da gerade redet, so, ne? Ja, ja, ist aber immer so. Ist aber immer so. Er steht da immer genau so. Ja? Ich finde das so witzig. Also seine Defense ist wirklich schon, oder Defense, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist schon wirklich einzigartig. Das stimmt wirklich. Muss man wirklich sagen. Aber er hat trotzdem eine krasse Präsenz auf der Bühne. Safe, ja. Ne? So, man nimmt ihn trotzdem wahr, obwohl er so eine Defense hat, die gar keine ist, so quasi. Ja. Ne? So. Was man auch dazu sagen muss, vom Pilz hier sehr, sehr starke Flow-Passagen. Und am Anfang vor allem das mit Haare, Visage und Haare, das war echt gut, Alter. Sehr, sehr gute Reimketten hier. Polizeistadt Bayern und sie schließen ihn weg. Dann profiliert er sich im Netz als Drogendealer des Raps. Davy, ich respektiere dein Handeln. Ich respektiere dein Denken. Aber deine Realness kann die Wackness nicht ersetzen. Ja, du bist authentisch, aber das, wenn du flowst. In jedem seiner Battles hat das Opfer ihr gechoked, als ob ihr das nicht wüsstet, Alter. Und das ist keine Kunst. Das ist keine Kunst, das ist peinlich, wack und scheiße. Und du merkst nicht, dass du fehl am Platz bist, wenn du hier im Kreis stehst. Real Rap, Motherfucker. Schwer nicht mehr. Mann, wie schwer kann es sein, einen Vers zu lernen? Wisst ihr, was das Trinkspiel bei uns in der Hut ist? Immer wenn der Choke wird getrunken! Du bist kein MC, weil dir ständig deine Lines ausgehen. Du bist kein MC mit deiner Get Rich oder Train City. Du bist kein MC, weil du in deinen Texten Scheiße redest. Ich bin ein MC, weil ich meine Gegner live zerlege. Auf YouTube gibt es 100 Staffeln Daily Soap. Davy chokes by Don't Let the Label Davy. Du hast in deiner Vita jetzt so 700 Battles und dann heißt es, Frauen hätten immer was zu meckern. Ey, ich seh den Quoten schwarzen ohne Potenzial für große Taten öfter Flow-Passagen runterratten, als ich meine motherfucking Periode habe. Komplex, der tief in dir steckt. Mann, du ziehst aus seinem Federmäppchen Klebereste und das, obwohl du alle Privilegien hättest. Du bist ein Problem für jeden echten afrodeutschen Menschen, der hierher kommt und sein Leben rettet. Und Junge, wie mich deine Zähne blenden? Er hat aus taktischen Gründen gerade eine Packung Blender mitgefressen. Du solltest aufpassen, dass dich Horst Seehofer nicht zurück auf die Seebrücke schickt, du irgendwo in Nigeria bist und den ganzen Tag bei
Banane zu Edeka flöhen. Für alles, was bei dir da oben rausgekrochen kommt, wird es langsam Zeit, dass ich dir deine Maul vorzustopfen. Und ich will nicht nur, dass das Battle judged ist. Ich will, dass der Spaß, dessen Gattung nicht bekannt ist, bei Diltini im Line-Up nie wieder einen Platz kriegt. Krasse Runde, Digga. Okay. Mach Lärm hier für die erste Runde von Pilz! Zweite Runde! Davy Jones! Ich sag dir ehrlich, auch von Pilz, heftig starke Runde. Ich muss sagen, ne, so ich, das ist das zweite Wetzel, weil ich von Pilz sehe. Und Pilz hat ja bis jetzt immer so MCs bekommen, die so, ja, mehr oder weniger eine Angriffsfläche haben. So bei Niederland mit dem Islam, bei Davy Jones, das mit diesem, ihr wisst schon, was ich meine, Digga. Ja. So, mit seiner Hautfarbe. Ja, ja, genau. Ja. Ne? Ich würde mal gerne, ich weiß, gibt es auch irgendwelche anderen Battle? Du hast ja gesagt, mit Schafsmaske vielleicht. Nee, das war damals, als sie, also ich glaube, sie rappt auch. Ja, ne? Ja. Und damals hatte sie eine Schafsmaske an. Ich weiß nicht, ob sie auch noch andere Battles hat, das weiß ich nicht. Ich würde mal gerne so ein Battle gegen ein, gegen eine gleiche Nationalität. Ja. Das würde mich mal interessieren. Gegen Jarambo wäre interessant, Digga, ich sag ehrlich. Boah, das wäre echt interessant. Gegen Jarambo, Alter. Ne, aber das, was ich damit sagen will, Pilz sagt immer so Sachen, die so... So grenzwertig, so wie Jarambo, Digga. Ja, ja. So, die geht auch über alle Grenzen, so. Wirklich. So, ja, wobei so man, die auch. Ich weiß, was du sagen willst, es gibt ja so gesehen keine Grenzen, aber sie nutzt halt diese, das, was man im Battle Rap darf, nutzt sie halt komplett aus. Ja, ja, genau. Weißt du, was ich meine? Dieses Spektrum an Sachen, die du sonst nicht sagen würdest auf der Straße, nutzt die sie halt im Battle Rap komplett aus. Ja. Ne, das ist zum Beispiel bei Jarambo, am Anfang waren wir da auch sehr, sehr geschockt, aber inzwischen wissen wir, okay, das ist so seine Battle Rap Figur. Ne, und das wissen wir jetzt bei Pilz auch. Richtig. So, aber ich muss ehrlicherweise sagen, sie hat auch eine sehr, sehr starke erste Runde abgeliefert. Bei beiden war ein krasser Gegnerbezug drin, Digga. Safe, finde ich. Heftiges Battle. Ich hoffe, es geht genauso weiter. Wir gucken. Ich würde gerne irgendwas kontern und sie tut das schön, Mann. Aber wenn eine Frau länger als 2 Minuten mit mir redet, höre ich einfach nicht mehr zu. Jo. Du bist doch bei Wolfspack gesigned und dein Chef ist doch Debo. Wer war in der Schulzeit Fan von Bushido? Naja, dann kennst du mit Sicherheit noch Debo, wo man bei jedem Feature-Track von Bushido sich einfach denkt, ach nein, Debo. Keine Ahnung, warum der Lappen in die Booth schlendert, aber bei jedem Hit, jedem Gig drückst du Geld auf. Das bedeutet, wenn ich dich heute fick, verdient er heute mit. Mann, er ist nicht dein Manager, sondern dein fucking Zuhälter, Alter. Zieh dir eine Schafmaske auf für ein bisschen Fame. Zeig deine Titten im Internet für ein bisschen Fame. Somit verkaufst du deinen Körper und du machst dafür Moneten. Richtig peinlich, Alter. Steht sie da mit Schafmaske und oben ohne, Mann. Du bist eine Schande für jede einzelne Frau, die hier ist, Alter. Ohne Schmarrn, Alter. Yeah. Wo ist denn da die Selbstachtung? Er macht dich für ein bisschen Gage zu einer Foot. Dein Albumcover sah so aus wie die kleinen Einzeige von einer Sadomaso-Swinger-Club. Naja, aber sie sagt ja, sie ist linke Aktivistin. Und wie unterstützt sie dabei Frauen? Richtig, sie feiert Sixten und geht auf Tour mit King Orgasmus One. Alter, der scheiß Hure hat mal so ein Zielen geschissen, Alter, das ist normal. Junge. Alter, nach dem Backstage bekamst du es wahrscheinlich immer auch anal, denn der Sex war so brutal, du brauchtest danach auch einen Arzt. Frauenarzt. Wie der sich selber wieder darüber kaputt macht, über seine Leiden, Digga, Beste. Aber bis auf die Tatsache, dass King Orgy die Personifikation von Frauenfeindlichkeit ist, ist er noch ein rechtsradikaler Scheißwichser, propagiert in seinen Texten die AfD, sagt so Sachen wie Fick Antifa, ich bin Manuel Hitler. Mann, willst du mich eigentlich verarschen, du Bitch? Ich sag's dir wie nieder direkt ins Gesicht. Ich glaub, du Schlampe hast immer noch nicht kapiert, mal was für ein Format wir hier sind. Ja! Papier dich auf die rechte Seite zurück! Papier dich auf die rechte Seite zurück! Ja, das hat Neda gesagt, ne? Ja. Das hat Neda gesagt. Mann, ich zerfetze die Hure, Mann. Du bist keine linke Aktivistin, du bist die Hexe vom Buchenwald. Also erzähl mir,
Erzähl mir nicht, dass du für Flüchtlinge demonstrieren warst, denn die einzige Demo, auf der du warst, war gegen die Montagsspiele der Bundesliga. Oh! Nach den Montagsspielen der Bundesliga kannst du nicht nur auf die Montagsdemos von Pegida. Aber der hat gerade richtig Spaß, der ne? Richtig Spaß, ja. Und richtig gute Laune, Alter. Ja, der ist richtig on fire, ja, Digga. Ja, der hat gerade richtig Bock, das sieht man den an, der hat übel Spaß. Allein, wie der die ganze Zeit auch so, ja, ich sag mal, so rumhüpft, ne? Das ist geil, ne? So, da hörst du dem auch sehr gerne zu und ich würde das gerne mal in Real Life erleben, wie der so auftretet. Ne? Safe, safe. Ne? Aber dann auch ein Battle, wo er nicht choked, Digga, das wäre schön. Ja, das wäre echt. Ne? Vor allem diese Power, die er wahrscheinlich ausstrahlt, Digga, wenn du live dabei bist, das ist bestimmt schon krass, Digga. Das stimmt. Ich sag dir ehrlich, er setzt auch hier sehr, sehr gute Breaks. Ne, er lässt die Crowd reagieren und nimmt dann die Crowd-Reaction mit und das zieht ihn dann noch mehr auf. Weißt du, das ist schon nice gemacht. Du bist eine destruktive Hexe, mehr nicht, Fotze. Das einzige Projekt, wo du eine wichtige Rolle gespielt hast, war als Protagonistin vom Blair Witch Project. Du merkst, dass ich mit dieser Eule nicht auskomme. Du bist eine Hexe, auf Schnee, du bist Frau Holle. Ey, ich... Ja, man merkt, er hat Spaß. Ja, ja. Er hat wirklich Spaß. Du bist nur eine versoffene Ghetto-Spick mit deiner... Du bist nur eine versoffene Ghetto-Bitch. Mit deiner Stimme fickst du meinen Korken mit jedem Song, den sie tippte. Klang sie genauso wie Emily Rose. Die scheiß Fotze vom Exorzisten. Also nenn mir einen netten, nennenswerten Erfolg von der Drecksack, außer genauso auszusehen und sich zu verhalten wie die lang verschollene Schwester von Conor McGregor. Ey, yo, Jamie, pass auf. Jamie, was soll das ernsthaft? Wie soll ich sie ermorden mit Peppern? Der Schlampe muss man mit Weihwasser besprühen und ihr einen Holzfall durchs Herz. Boah, Junge. Ja, deswegen kriegst du später ganz tief ein Glied in den After, während du friedlich schlafst, genauso wie es damals dein Stiefvater war. Das ist auch der Grund, warum ihre scheiß Mom nach, als Falco-Fan sie mit dem Namen Genie bestraft. Deine Persönlichkeit ist verloren, Mann, es ist so. Du hast... Jungs, bitte leise. Deine Persönlichkeit ist... Ich muss auch sagen, Davy Jones hat immer die Crowd unnormal gut in Kontrolle, ne? Ja, das stimmt. Das also stimmt. Das ist mir in jedem Battle bis jetzt aufgefallen, wenn er sagt, Jungs, bitte ruhig, jeder nimmt es ernst. Weil er einfach so eine krasse Präsenz hat und wahrscheinlich auch, weil die Crowd bei Diltily, die ist ja schon durchschnittlich reifer als zum Beispiel in anderen Crowds. Weißt du, was ich meine? Ja gut, bei Neda Nip jetzt letztes Battle nicht. Das, die waren nicht von der Crowd, da war ein Special Event scheinbar, habe ich in den Kommentaren gelesen. Okay. Und das waren nicht Leute, die zur Crowd gehören. Also das war so in einer Halle mäßig. Wahrscheinlich, irgendwie so. Schade, ja. Und vor allem nehmen die dann so ein bisschen Rücksicht auf einen Davy Jones, weil der zum Beispiel vielleicht oft ein paar Stumbler oder Chokes hat. Kann sein. Weißt du, und wenn er dann sagt ruhig, dann sind die auch alle ruhig, damit er sein Ding durchziehen kann. Das ist schon wirklich eine gute Sache bei der Diltily Crowd. Das stimmt auf jeden Fall. Ist verloren, Mann, es ist so. Du hast zugestochene Arme, aber ich meine nicht deine Tattoos, sondern dein Borderline-Syndrom. Du scheiß zugesprickte Olle, Alter. Scheiß Emo-Olle, Alter. Was hast du hier zu suchen? Mann, du machst jetzt hier auf Mac in aller Booth. Vor ein paar Jahren wolltest du noch mit Tokyo Hotel zusammen durch den Monsun. Und ja, du hast recht. Sie sagen, ich bin arrogant und ich sollte ein bisschen bodenständig bleiben. Doch ich bin abgehoben, denn ich wollte nicht am Boden ständig bleiben. Toll! David Jones! Ey, yo, München! Zweite Runde! So, bevor wir jetzt hier die zweite Runde von Pilz hören, ich sag dir ehrlich, beide Runden von Davy Jones waren sehr, sehr souverän, sehr, sehr konstant, sehr stark. Delivery brauchen wir gar nicht drüber sprechen, die ist immer bei ihm on point. Selbst bei seinen schlechten Battles ist seine Delivery 1A. Ja. Ne, das muss man gar nicht mehr erwähnen, Digga. Der Typ ist Delivery durch und durch. Das stimmt. So, von den Punches her, hammermäßig. Es war ein Unterhaltungseffekt drin, seine Flow-Passagen waren nice. Ja. Generell diese Power, die er einfach mitgebracht hat, es ist unglaublich wieder. Merkst du aber bei einem Davy Jones, das ist mir extrem aufgefallen, die erste Runde, wenn der ein gutes Battle hat, der hat, sagen wir mal, diese normalen Battles, wo der ein gutes hat, abgesehen von Chokes und so, ne? Mhm. Die erste Runde ist immer extrem, extrem Hammer, die zweite ist gut und die dritte ist, die dritte. Du Scheiße, Alter. Die dritte ist ein Brecher.
So, die dritte ist immer die interessanteste von dem Davy Jones, deswegen warte ich da noch ab. Mhm. Ich bin mega gespannt auf die dritte Runde, würde ich sagen. Aber das ist uns schon mal aufgefallen, Digga. Die zweite Runde ist in vielen Battles immer eher die schwächere. Ja, das stimmt. Ne? Vom gesamten Battle eigentlich. Ja. Also eigentlich ist das Highlight eines Battles in der Regel immer die erste und die dritte Runde. So, wir haben ganz vergessen, nach der ersten Runde unseren Punkt zu vergeben. Ach so, ich hätte den ersten Punkt an Davy Jones gegeben. Auf jeden Fall. Ich auch. Ich auch. Zweite können wir ja jetzt erst gleich so abgeben. Wir gucken. Ruhe, Junge, bitte! Zweite Runde! Pils! Okay, fahren wir fort mit einem Zitat von Davy Chokes. Aber auch witzig, dass sie ihn hier die ganze Zeit Davy Chokes nennt, ne? Bullen sind wie Pinches, wollen mich ficken, weil ich schwarz bin. Junge! Aber der feiert das, ja. Digga. Junge, lass dir von der Frau mal sagen, dass das nicht ganz wahr ist. Wenn du einen Schwanz hast wie ein Pferd, aber fix wie ein Kanickel und nach 3 Minuten spritzt sie bei einem ausgedrückten Pickel, sind das Bitches, die du fixst, sicher nicht mehr ganz so prickeln. Denn was bringt dir ein Audi R8 mit Sonderlackierung in Schwarz, wenn du dafür keinen Führerschein hast? Junge, fick dich, Jalla. So eine Missgestalt wie du kommt niemals rein in meine Pimmelhalle. Deine Bitches sein. Sie hat's jetzt gecheckt. Seine Bitches sagen, choke me, Davy. Und er choke. Mit seiner halbsteifen Brust. Ach so. Choke me, Davy, und er choked. Choken ist auch so, wirkt mich so mäßig. Ach so. Und er choked, weißt ach du? So, okay. Geil, Alter, okay. Gute Doppeldeutigkeit. Ja, Mann. Du bist mit deiner Street-Credibility nur ein Mini-Me von PDD und Eazy-E. Du bist nicht Master Ace, du bist nicht Method Man, du bist nicht Old Dirty Bastard. Junge, du bist einfach nur ein Bastard. Parts von diesem Schlappschwanz sind wieder mal verpeilt. Du bist nicht 50, du bist Rap, ohne dass du dich versprichst or die trying. Or die trying. Und weil du denkst, dass du wie Tupac performst, bist du für die Crowd nur ein Job, so wie Tupac Adorn. Du willst mit deinen Tanzmoves und Hautfarbe allen auf Chris Brown machen. Du kommst her und willst eine Frau schlagen. Ich wär nicht Pilz, würde ich nicht provozieren, dass es ausatmet. Also will ich nochmal was zur Farbe deiner Haut sagen. War nur Spaß, du kannst aufwarten. Ich bin in Interviews nett und auf Tracks nicht politisch korrekt. Ist das jetzt real oder fake, wenn ich mich nicht verstell? Meine Persönlichkeit hat mehr Seiten als die eine, die du dir aufsetzt, wenn du in einem Straight Outta Compton Pulli-Gang-Zeichen machst und wie ein Hurensohn rappst. Zudem hast du die Fresse voll Koks und machst hektische Moves. Der Sohn von Detlef die Soße. Immer wenn du am Glimmer bist, denk ich, dass es regnet. Ey, so eine Wetter, er bringt nichts. Jetzt hab ich den Ringschirm nicht mit. Ey, und dass dein Rumgehampel als Delivery gewertet wird, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ein Tipp für die Judges. Das ist kein Deliver. Das ist eine Mischung aus Sit-Ups und Zittern. Ey, und so ein Zappel-Philipp. Die macht das auch schon mega gut nach. Ne? Die macht das hammermäßig nach. Da, aber die zieht ne? auch so ins Lächerliche. Die weiß selber, die Delivery ist wirklich cool. Kann keine absteigen bei einem Davy Jones. Ja. Aber die macht das wirklich so dreckig, so lächerlich, ne? Dass es wirklich so witzig ist wieder. Ja, scheiß, Alter. Aber schon die ganze Zeit. Ja, ne? Sie macht ihn, also sie hat schon wirklich ein gutes Hintergrundwissen von einem Davy Jones. Das und das Ganze verpackt sie hier und macht ihn, versucht ihn komplett lächerlich zu machen. Ja, das weißt du, auch in der ersten und zweiten Runde jetzt. Mhm. Die ganze Zeit schon. Schock bei jedem bisschen. Und vor allem, was man bei einem Davy Jones sagen muss, seine Delivery hat einen krassen Touch an Amerika. Weißt ja, du? Safe. Der amerikanischen Battle-Rapper. Deswegen feiern wir das ja auch auf so. Auf jeden Fall. Ey, und so ein Zappel-Philipp schockt bei jedem bisschen. Ich will dich zum Logopäden schicken und dir eine Narkosespritze drücken und deine Coca-Cola-Dose Protein reinschütten, damit du Huren so eine Schass mal ruhig und still zu sitzen. Und wisst ihr, warum er so schlecht rasiert vor mir steht? Weil sein ganz Körperspiegel nur bis hier geht. Ey, wenn das zum Zeitpunkt deiner Geburt
Geburt schon so groß war, kommt der Durchgang deiner Mutter jetzt in der Turnhalle gleich. 2,50 Meter. Fun Fact. Weil der, wie Höhenangst hat, kommt er auf seine Körpergröße nicht klar und läuft den ganzen Tag nur gebückt durch die Stadt. Du kannst dich ungefähr mit Klosettpapier von Jahr vergleichen. Du gehst mir relativ am Arsch vorbei. Und deshalb jetzt nochmal der Bahnhinweis für Davy, ist gleich schlafen Zeit, auf wer dem Ritalin seinen Arzt verschreibt und er sich's in die Nase reibt. Ja. Denk mal nicht, dass du den Ton angibst, mein Freund! Ja, dass Kokain betäubt bist, du zur Notaufnahme läufst und beim Oberarzt bereust, dass bei dir nicht einmal der Drogenentzug läuft, obwohl bei dir das Methadon-Programm ein Wohlergehen erzeugt. Also knipp dir mit deiner Behindertengruppe jetzt einen Strick und häng dich weg, Allah. Ist ja nicht zu fassen. Fragen sind's, die ich mir stelle. Wie zeige ich der Politik am besten, was der Spiegel der Gesellschaft ist? Wie komme ich an mein Krypto-Money, ohne dass der deutsche Staat aus mir aus meinen Händen nimmt? Und wichtig, bin ich die Beste dieser Liga, wenn ich besser als der Beste dieser Liga bin? Fragen des Lebens, die du dir stellst. Nudeln oder Meckes oder BK oder KFC? Pappen oder J2 oder Ampfe oder J2-Team? Und wichtig, schaffe ich es auch zu Aldi, will ich Bixen oder Playsy spielen? Dir fehlt die Konzentration, wie der bekifften Kommilitonen, der während der Vorlesung stumm mit dem Kopf auf dem College-Block hockt. Und es gibt nur eine adäquate Lösung für die Kacke, die du pöbelst, dich Motherfucker töten. Es gibt kein Battle. Rückteil! Runde, haben hier noch beide Rapper beginnen bei Davy Jones. Habt ihr Bock auf das Finale hier? Okay, bevor wir jetzt hier in die dritte Runde starten, ich sag dir ehrlich, bei Pilz hatte ich das Gefühl, dass sie in die zweite Runde stark gestartet ist. Und dann immer ein bisschen weiter runter. Ist ein bisschen weiter runtergegangen, die Leistung. Ja, fand ich auch. Vor allem gegen Ende der Runde, bevor sie Time gesagt hat, diese Punchline, die hat kaum gesessen, fand ich. Fand ich leider auch. Ich finde, also die hat mega interessant angefangen. Ich habe richtig gerne zugehört und dachte mir, boah, ich glaube, ich gebe den Punkt an Pilz. Aber irgendwie ist sie immer weiter runter. Bei einem Davy ist das genau anders, so immer weiter hoch. Schade. Ich hätte den zweiten Punkt eigentlich an Pilz gegeben, aber wegen der Leistung von Davy muss, also ja, Pilz hat sich das gegen Ende leider ein bisschen selber kaputt. Ich würde auch sagen, 2-0 für uns hier für Davy Jones. Hey! Ich hoffe, diese Kack-Olle labert mich einfach nicht zu, Mann. Alles, was du tust oder machst, kommt von deinem Management, wo ein Mann dir immer sagt, was du zu lassen oder zu tun hast. Und genau deswegen, alles, was du laberst, Mann, du redest nur Scheiße. Was für Image ich wurde vor meinem Leben gezeichnet. Ja! Ohne Scheiß. Die dachte wirklich, mit den Coca-Lines wäre sie so gemein. Just for the record, ich bin seit 2 Monaten drogenfrei. Du hast das hier nur im Kopf, damit du wärst... Krass. 2018, seit 2016. For real? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also. Okay, wenn er das so sagt. Ne? Es war ja bekannt, dass er, ne, Koks oder was auch immer da zu sich nimmt. Und deswegen sehr oft Chokes hat. Aber kann natürlich gut sein, dass er 2 Monate hier drogenfrei ist in dem Battle. Und vielleicht deswegen Chokes. Und aufgrund dessen so eine gute Leistung hier. Oder? Oder ja. Ne, weil er clean ist. Ja, viele, wenn die ja irgendwie so im Rausch waren, sag ich mal, und die Leistung immer gebracht haben, die haben dann immer eine gute Leistung gebracht, ne? Und wenn die dann davon frei sind, dann weiß vielleicht manche Leute. Manche lassen das nach, meinst du? Ja. Ja, okay. Sieht man ja bei manchen Rappern sogar. Ja, die Sache ist die, wenn du so eine Scheiße durchgehend nimmst, Digga, und auf deinen Schlaf und so weiter verzichtest, dann hat man bei einem Davy Jones beispielsweise schon sehr, sehr oft gesehen in seinen Runden, er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Ja. Weißt du, so, da kam einfach nichts mehr. Kein einziger Satz. Verstehst du? Das stimmt. Und hier merkst du, wenn er wirklich sagt, er ist seit 2 Monaten drogenfrei, dann merkst du hier wirklich, dass es ihm anscheinend gut tut, Digga. Das ist 2018, ich hoffe jetzt immer noch. Hoffentlich hat er nicht darauf zurückgegriffen. Wir gucken mal weiter. Geh nicht auf den Boden, Scheiß, Alter. Du Fresse. Ja. Der neueste Hirnfick von dieser Olle ist, sie ist jetzt Veganerin. Warum lacht Veganerin. So, vegan.
so. Digga, ich schaffe an Türen. Aber auf jedem Instagram-Bild von dieser Chick ist sie immer wieder geschminkt. Jemand vergaß der Veganerin zu sagen, dass Kosmetik nur abtrünnte Tierfette sind, Alter. Heute nicht auf jedem Instagram-Bild, Alter. Wie du da gut im TV-Straßensong versuchst, das schöne Augen zu machen. Ich hab dich verpisst, Alter. Mann. Dawood von TV Straße, doch, hast du verstanden? Ich will Fleisch und geb keinen Fick auf scheiß Öko-Freaks und ihr Kackschabracken. Ich geb keinen Fick auf Tumpinambur, rote Beeten oder Pastinaken. Heute Nacht im Battle bist du geschlagen. Danach sieht man dich wieder Roggenbrot kaufen im Alnatura-Markt. Ferner macht die Arschgeburt, dann noch Yoga im Pilateskurs, macht mit ihrem Körper Rektalfiguren, die so aussehen, als stecke in ihrer Scheibe Schwert im Stein. Ich bin vegan, und laktoseintolerant. Ja, aber warum lutscht du Nutte jeden Abend die Soße vom Schwanz? Ja? Ich bin auch selber der Meinung, Massentierhaltung geht leider nicht klar. Deswegen kaufe ich mein Fleisch bei dem Türken, denn das Fleisch ist halal. Verstehst du? Apropos halal. Das Battle gegen den Araber fuckt mich da richtig ab, Alter. Richtig. Das war wirklich übler Shit. Sie nimmt dein Kopftuch, zieht es auf, sagt so Sachen wie: Ich gehe auch gerne mit dir, ich gehe mit dir mit. Aber nur, wenn du mich auf den Gebetsteppich... Ihr wisst weiter, ne? Alle dachten sich, wow, diese Olle ist aber wirklich so mutig. Ich dachte mir nur, wow, Nidal, tu es. Schau, hau die Schlampe so blutig. Denn die kannst du, die kannst du... Da komm schon, hau die Schlampe so blutig. Denn wie kannst du als gläubige Christin etwas gegen das Kopftuch sagen, wenn es bei uns die Nonnen sagen und somit bei uns in der christlichen Religion selber ein sehr hohes Gut ist? Ja. Stark. Behindert, rassistische Scheiße, ja. Ich dreh durch, Alter. Das ist das Tag der jüngste Gericht. Du kommst leider nicht durch mit deinem geistigen Buchfall. Slap, es geht für dich in die Hölle, nenn mich Azrael. Du kommst durchs Himmelstor leider nicht durch, nein, denn du machst Auge auf deine Mitmenschen und bist deswegen zum Scheitern verurteilt. Wow. Oh. Bars. 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 Yeah. Ja. Also, aus einer Armena, ich töte jetzt diese kleine Furt. Ich bin der Star aus Munich, ich bin der Stern des Süden. Der Münchner Löwe macht dich kaputt. Der Mann Flow geht over the head wie ein römisches Aquädukt. Yo! Yeah. Oh, Junge, was ist das für eine Delivery, Digga? Krass gerade, ne? Krass. Was für eine Power da gerade drin auf ist, die Runde, ne? Habe ich gewartet, Digga. Hammer. Wie ein römisches Aquädukt. Ey, yo, du hältst dich im Niedergegen für Harlekin. Yeah, aber heute werden deine Fans dann trauern, denn du bist nicht Harlekin, nur weil dein Ex-Mann ein Clown war. Sie labert drei Runden lang von wegen irgendwas von Realness, doch jeder Satz von ihr gelogen. Sie macht Songs über Gerd Postel und Mata Hari. Hochstapler, die Idioten. Mann, ich bin Davy Jones, ich bin scharfe Munition. Du bist nur das, du bleibst Patronen. Nerv nicht rum mit deinem Butcher, mach mal Platz für den Patronen. Yeah. Also, Bitch, von mir aus nenne mich Tintenfisch. Passt sehr gut. Ich schreibe meine Lyrics mit meinem Blut. Passt sehr gut, dass es aus Tinte sind. Weil deine Füller nur generic sind, bist du für mich echt kein Hindernis. Denn wie willst du mich mit deinen Füllern besiegen, wenn mein Pen Game Killer ist? Nein. Yes. Was, Mann? Nein. Okay, was sagst du zur dritten Runde von dem Jones? Starke Runde auf jeden Fall. Aber ich muss eine Sache sagen zu Nidal Nip. Mhm. Zu der Sache, da hätte der auf jeden Fall besser, also das noch besser formulieren und noch besser aufbauen können. Mhm. Das mit der Nonne, mit diesem Kopftuch und so, das kam ein bisschen zu schnell. Ich finde, der hätte das so ein bisschen dramatischer erzählen können, sodass das noch mehr gepuncht hätte. Dann hätte ich gesagt, boah, krank. Die Runde war trotzdem gut, ne? Aber ich bin trotzdem... immer noch fest davon überzeugt, dass die erste Runde die beste war von Davy. Ja, safe, da bin ich bei dir. Ich sag dir auch ehrlich, das war von den ganzen drei Runden eher eine schwächere Runde von ihm. Ne? Ja. So, er hatte am Anfang, er hat relativ low gestartet, dann zur Mitte der Runde hatte er den Höhepunkt auf jeden Fall und dann ging es wieder ein bisschen runter vom Gefühl her. Das stimmt. Weißt du, so, aber
Es war eine gute Runde von Davy Jones auf jeden Fall. Sehr, sehr stark, hat mir gut gefallen. Vor allem gegen Mitte der Runde war sehr viel Safe, Power, sehr viel Hass drin. Ja, ja. Und auch diese Delivery, wie er da abgegangen ist einfach. Jetzt bin ich hier gespannt auf Pilz. So, wir gucken. Ey, yo, Dressnikum! Dritte und letzte Runde auf Pilz! Du rappst deine Parts und guckst mich nicht mal dabei an, weil ein geschwächtes Wesen seinen Blick nicht halten kann. Du bist ein schwacher Charakter, der zu viel vom Nasenkaffee genascht hat. Der, wenn er verbal keine Chance hat, schon damals seinem Gegner an den Kragen gelangt hat. Ja, ich rede von Le Nerd. Konsequenzen gab es nie, obwohl bei kulturellem Hochverrat die Todesstrafe zieht. Wenn die Legende sie dann nach einem Kopfstoß vom Platz fliegt, warum steht nach so einer unsportlichen Sache dann noch von mir dieser Spasti? Und solange hier noch tobt, habe ich Zeilen, die sich auf seine Herkunft... Das mit dem Kopfstoß auf Zidane bezogen, ne? Ah, okay. Mit dem warum, nach dem Kopfstoß, warum steht dieser nach... Weißt okay, du? Ja, ich verstehe. So. Kunst beruhen. Für dich sind das respektlose Moves. Wack und nicht cool. Doch das, was du in Battles tust, hat mit Rap nichts zu tun. Und der größte Jammerlappen dieser Menschheit bist du. Ja, und die Veganerin will Beef. Ich schlachte dieses Vieh für alles, was es praktiziert. Mein Ort, die Clemensstraße. Hier machen lebensmüde Nazis in Flüchtlingscafé Randale. Sie schmeißen abgehackte Schweineköpfe durch marode Fensterscheiben. Sorry, dass ich da nicht meine Fresse halt, um nett zu bleiben. Wir demonstrieren Solidarität. Wenn jemand ein Problem hat, hilft ein anderer, wo es geht. Und du hast so eine Scheiße nicht erlebt. Und das ist auch okay, aber sag mir, was du daran nicht verstehst. Und auch, wenn du ein Taugenichts bist, könntest du auf deinem Schlauchboot Lippen versuchen, auf dem Mittelmeer rauszuschwimmen. Schwimmen, um Frauen und Kinder herauszufischen. Ja! Junge, du bist ein nervenkranker Roberto Blanco und im Herzen ein totalitärer Forschung. Wenn die Kerner sagen, deine Battle Parts sind cholera, schingekackte, leere Phrasen. Man stellt sich da als Verbrecher, der die Welt entlarvt. Dabei bist du komplex beladen, wenn du dich selbst nicht magst. Doch ich rege dazu wie ein Thermostat, weil du nach dem Herzinfarkt diverse Beschwerden hast. Du bist im Sterben nah, wie nach einem schweren Verkehrsunfall. Das heißt, du beißt ins Gras und nur noch der Kopf guckt raus aus der Wiese. Und du siehst aus wie ein Maulwurfshügel. Oh, stark. Was? So stark, das war echt stark. Boah, der Hammer, Alter. Auch unerwartet, ne? Hammer. Krass, wo hat die das jetzt ausgepackt? Ja, nice. Alter, Hammer, wirklich, echt sehr nice. Stark. Denn wer sich nur über Rassismus beschwert, aber nichts daran ändert, den nehme ich nicht ernst. Ich nehme mich nicht ernst. Das macht keine Schnauze. Ich verurteile Opfer. Was weißt du über Bullenschlappen boxen? Was weißt du über fulltime Job und auf Tour gehen wie ein Rockstar? Ey, du träumst in deinem Label dir vom Cadillac fahren. Er will einen Lauten machen. Nee, wie Maggie und Marge. Doch bei der Vertragsunterzeichnung wird er sentimental. Denn von 50 Euro Vorschuss zahlt er pünktlich die Forderung vom Handyvertrag. Also spar dir mal deine Star-Tour, spar dir mal die Armbanduhr, spar dir mal dein Easy Money für gebrauchte Markenschuhe. Easy Money, Easy Money. Für dich bedeutet Easy Money Hartz, wir kriegen keine Miete zahlen. Mahnungen im Briefkasten liegen lassen und Mama wieder nach Papieren fragen. Ohne Fahrkarte schwarz kann Strafe nicht zahlen und dann wieder für ein paar Tage in Haft gehen. Wow. Davy Jones macht Easy Money. Du rasierst dir deine Arme, deine Beine, deine Arschfotze, deine Bartstoppeln und im Schambereich die Seiten, um den THC-Gehalt in deinen Haaren zu recyceln, in der Hoffnung, dass jetzt noch die letzten Tabakreste reichen. Das war stark, Alter. Ich hingegen schreibe meine Parts so nebenbei, geh zur Arbeit und komm irgendwann am Abend wieder heim. Ich bring jedes Jahr eine Platte auf den Markt und fühl mich frei. Veteranen dieser Szene steuern Feature-Parts zu bei. Seit 2013 jedes Jahr dabei, auf Tour zu gehen und rap mir meine Seele aus dem Leib. Nebenbei nehme ich mir für Demos Zeit und dreh da was ins Mic und hab deswegen auch Probleme mit der Polizei. Und du willst mir erzählen, du lebst für diesen Scheiß? Junge, red dir das nicht ein, du bist kein repräsentatives Glied dieser Szene, Junge, nein. Du bist nur der lebende Beweis, dass jeder kriegt, was er verdient, weil du mit jedem Battle, was du machst, an Wichtigkeit verlierst. Auch wenn du auf der Straße Drogen tickst, so wie ein G, respektiert die Battle-Szene nur die Skills und deinen Sieg. Alter, was ist das? Okay, Hammer.
Ey, München! Was war das hier bitte? Hast dich verbessert, sagt er. Gib dir nochmal Prop. Sehr schön. Hammer, wirklich, Alter. Sehr, sehr schön. Sehr sportlich. Sportlich. Ich sag ja, Davy Jones ist wirklich ein Sportsmann durch und durch. Ehrlich. Für ein geiles Match! Technikum! Macht fucking Lärm hier! Für unser Main Match! Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Unjudged ist hier oder ob das Judged ist, keine Ahnung. Scheun? Warte, wir gucken. Ja, scheint so, okay. Okay, perfekt. Was würdest du sagen, dritte Runde? Ich würde die dritte Runde an Pilz gehen, ne, weil ich das einfach mit dem Double-Time-Part gut fand, mit dem Aufbau ganz am Ende. Und da war ein bisschen mehr Gegnerbezug, fand ich, drinne. Bei Davy Jones, die dritte Runde war so, ja, gewollt, aber nicht hinbekommen so. Also der hat was angefangen und dann wieder mit dem nächsten Thema und dann wieder mit dem nächsten Thema. Das war ein bisschen durcheinander für mich. Die ersten zwei Runden fand ich deutlich besser. Die erste Runde am besten. Aber vom Pilz, die dritte Runde war mega, mega stark. Ich sag dir ehrlich, von beiden fand ich die dritte Runde am schwächsten. Okay. Vom ganzen Battle. Von beiden jetzt. Ja, ja, klar. Ne, so. Ich würde die dritte Runde auch an Davy Jones geben, aber ich bin am Überlegen gewesen, weil ich habe nochmal zurückgedacht, die erste Runde war relativ ausgeglichen von beiden. Ne? Da fand ich auch Pilz sehr, sehr gut, Digga. Okay. Dementsprechend würde ich mein Vote quasi so gesehen zurückziehen. Ja, yeah, noch, jetzt kannst du ja richtig voten. Und sagen, mein erster Punkt geht an Pilz. Okay. Und die zwei darauffolgenden an Davy Jones. Okay. Also für mich 2-1 an Davy Jones. Ja, für mich auch 2-1, aber nur andersrum. So. Und die beiden haben den perfekten Ort hier gefunden, die Süßen. Lösen. So, wir gucken weiter. Props an euch beide. Ja, Ja! Judges, von nach vorne schon! Start! So, hier haben wir einen Jury, ein Jury-Mensch. Könnt ihr nicht einfach schnell machen so? Ich finde das immer übelst nervig, wenn die da stehen und blöd quatschen. Das will doch eh keiner hören. Ja, was ist das? Ja, aber man kann doch sagen, ey, wer hat gewonnen, so sozusagen. Und danach kann man mit der Kamera sagen. Ja. Ohne dass es sich jetzt ohne. Mikesh. Und. Oh Gott, Mikesh. Also erste Runde bei Davy war so, ja, Frauenlines, alle Männer im Raum so, geil Mann, ich glaub sogar war's und so. Erste Runde von Pilz war so schwarze Lines und alle nicht schwarzen, so geil schwarze Lines, Alter. So. Die erste Runde gebe ich noch an Pilz, weil du wirklich nur auf die Geschlechter umgeritten bist. Nein, ich bin ein Idiot. Hey! Was? So, und Pilz ein bisschen mehr auf die Person, der irgendwie eingegangen ist. So. Der mit dem ja, du bist ein Idiot, so. Sagt er. Oi, oi, oi. Ja. Und er, Chief, sagt direkt, halt dein, so, direkt. Du schwarzes, gell? Ich bin gar nicht cool. Ja, aber ganz kurz, lass mal auf. Nimm mal dieser Peach, Und die dritte gebe ich auch an Davy. Ja, so wie ich, so wie ich gesagt habe. Ne? Diese Runde fand ich von Pilz aus diesem Rassismus-Ding irgendwie so authentisch, wenn Jan Schwarze steht und du Affen da außen machst. Also so, das hat irgendwie ziemlich ironisiert so. Und deswegen gebe ich das Battle 2-1 an Davy. Jetzt auf einmal. Digga, Davy, Alter. Hauptsache gerade, ich sag noch Sportsmann, Digga, hier. Und jetzt, guck mal. Ich hab schon zu viel erlebt, Jungs, und ich weiß, das ist zu wenig. Ich muss erklären.
Dann sagt der Idiot und Peach und alles, Digga. Und dann sagt er, ja, korrekt, alles klar. Wenn du mir das Battle gibst, sind wir Freunde. Ich bin ganz ehrlich, dass ich mit den anderen zu der ersten Runde komplett recht gehabt habe. Ich habe auch nicht mal rausgehört als Vorland. Und bei dir habe ich beim Anstieg auch gedacht, du fängst jetzt auch nur mit irgendwie Affengeräuschen langsam. Es waren vier Lines und danach hast du ganz andere Themengebiete bedeckt. Und deswegen geht die erste Runde für mich an dich. Und die zweite, dritte fand ich beide super, super ausgeglichen. Die zweite würde ich an, glaube ich, an Davy geben, aber insgesamt eigentlich beide ein bisschen drawmäßig, aber ich finde, du hast in allen drei Runden viel mehr verschiedene Themengebiete angedeckt. Ich habe von dir sehr viel einseitige Sachen gehört, ganz ehrlich, wir können da gerne nachher nochmal drüber quatschen, aber für mich gibt es 2-1 am Bild. Ganz kurz, ich brauche noch einen Spiel, Schalke, lauf mal bitte herkommen und wer war unser letzter? Hi. Achso. Dann. Ja, null Angriff. Ja, also ich sehe das tatsächlich auch so wie meine beiden Vorredner. Also es gab Klischees auf beiden Seiten, muss man einfach sagen. Das ist auch, ihr habt einfach das genommen, was ihr halt so vor euch dann nicht hattet. Das war klar. Ich mache es aber ganz kurz. Also ich sehe auch, ich bin die erste, würde ich auch an dich geben. Die anderen beiden gebe ich knapp. Aber ich gebe sie an Davy, aus dem Grund, dass wenn man die ganzen Klischees abzieht, haben mir einfach seine Bars besser gefallen. Ja, ich möchte aber auch nochmal sagen, dass ich das vielleicht nochmal cool gefunden hätte, vielleicht wenn auch meine Frau getoucht hätte. Ich finde das ein bisschen komisch, dass es einfach fünf Männer hier steht. Aber so ist es eben. Jetzt ich glaube, Davy Jones hat das auch vorgeschlagen. Anna, warte, Josh. Ich fand's auch ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Das hätte gemacht. Ich glaub's mal gut. Ja, Ich möchte nicht. Aber Mamet, er ist glücklich, ne, dass er so ein stabiles Battle hier hingelegt hat, Digga. Das ist ehrlich so, Mamet das. Ne, safe. Vor allem Mikesh und Kai anschließen. Also es war kein Clash of Styles, es war so ein Clash of Klischees in der ersten Runde. Das hab ich ein bisschen abgepackt, habe ich deutlich mehr erwartet von beiden. Boah, ich finde die Entscheidung immer so langweilig. Schlaf doch nicht ein, das Junge. Das zieht sich, Digga. Oh mein Gott. Geht's aber. Ich tue mich wirklich schwer, ich geht's ganz gerne an David Jones. Und dafür hat er so lange Uhr. Ja, wirklich. Ja, komm, Papi, schlau, jetzt komm. Jo, jo. Und irgendwie hat sich gefühlt, Davy ist so krass on fire. Ich weiß nicht, ich kenne all dein Material und heute warst du so in dir drin und es war wirklich einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach so das, wo ich immer am Start war. Bei dir fand ich die dritte Runde überragend, deswegen habe ich gedacht, hättest du von Anfang an genau die krasse Aggressivität gebracht. Papi Schlau sieht irgendwie aus wie so ein Lehrer, ne? So ein bisschen. Biologielehrer. So. Ja, oder so Chemie- oder Physiklehrer, Digga. Ja, ja. Physiklehrer, ne? Aber ist einer der besten Freestyler, Digga. Ne? Mit einer der besten Freestyler. Dann wär's auch noch losgegangen, aber so gebe ich mein Brot auch an Davy Jones. Davy Jones! Pressekung, ihr habt's gehört! Ja klar, würde gerne das Wort. Achso, nein. Ich wollte nur sagen, euer Papi Schlauch hat's gesagt, euer weißt schon. Ich bin hier gar nicht böse, wenn sie irgendwelche Schwarzen hat. Das ist eine Sache, die gehört zu Personen dazu irgendwo. Und dass diese Frau es gehört auch dazu. Ich weiß schon, das ist Man-Rap, euer. Pisst euch nicht in die Hose, Alter. Ja! Okay, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort hier. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Auf jeden Fall, das stimmt. War ein sehr, sehr nices Battle. Ja. Kontrovers auf jeden Fall. Aber geil. Muss man sagen. Aber sehr, sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht, beiden zuzuhören. Ja. Delivery war am Start, Flow-Passagen war am Start, ein bisschen Double-Time war am Start, Reimketten waren am Start, Punchline für Punchline. Man hat hier ein interessantes, gutes Battle, groß im Ganzen. Hier hat man wirklich alles bekommen, was man erwartet von Battle Rap. Und Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.